Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddybemban. Heute gibt es ein neues Video mit 5 Tipps für Anfänger, wie ihr in StarCraft 2 besser werden könnt. Und damit wir keine Zeit verschwenden, geht es schon auch gleich los mit dem ersten Tipp. Wie ihr wisst, ist StarCraft 2 ein Strategiespiel, bei dem ihr euren Gegner mit Einheiten vernichten müsst. Um diese Einheiten natürlich zu bauen, braucht ihr natürlich jede Menge Ressourcen. Natürlich, um diese Ressourcen zu bekommen, braucht ihr ein starkes Wirtschaftssystem. Und hier kommt der Tipp. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr durchgängig Worker baut, denn mit mehr Workern habt ihr auf jeden Fall mehr Einkommen und mit mehr Einkommen könnt ihr mehr Produktionsgebäude bauen, mehr Forschung betreiben und mehr Einheiten bauen, womit ihr auf jeden Fall einen großen Vorteil gegenüber euren Gegnern meistens habt. Deswegen ist wichtig, baut durchgängig Worker. Tipp Nummer 1. So, dann sind wir auch schon bei Tipp Nummer 2, nämlich das Ausgeben eurer Mineralien. Das heißt, ihr solltet stets darauf achten, dass ihr eure Mineralien immer ausgebt. Das bedeutet, nicht zu viel ansammeln, denn mit angesammelten Mineralien könnt ihr keine Schlacht gewinnen. Natürlich ist es am Anfang nicht einfach, seine Mineralien komplett immer auszugeben. Deswegen solltet ihr das auch einfach erstmal üben, indem ihr einfach euch eine Grenze festlegt, zum Beispiel 600 Mineralien, und dann versucht ihr einfach in jedem Spiel darüber nicht hinauszukommen. Und wenn es euch dann doch einmal passiert, dass ihr über eure Grenze hinausschießt mit euren Mineralien, dann versucht einfach ein paar Produktionsgebäude zu adden und versucht dann wieder eure Mineraliengrenze runterzudrücken. So, und damit kommen wir auch zum Tipp Nummer 3. Macht eure Bauschleifen bei den Produktionsgebäuden nicht voll, also maximal 1 oder 2 Einheiten drin in der Produktion. Denn wenn ihr eure Bauschleifen voll machen würdet, ist vom Prinzip her das gleiche, als würdet ihr eure Ressourcen ansammeln. Der Unterschied ist einfach nur dann, dass ihr einfach nicht mehr seht, dass ihr zu viele Ressourcen habt, denn sie sind alle komplett dann gebunden in der Bauschleife. Deswegen ist es sinnvoller, mehr Produktionsgebäude zu bauen und lieber nur 1-2 Einheiten in der Bauschleife zu haben und immer wieder nachzuproduzieren. Deswegen ist es vom Prinzip her besser, zum Beispiel 5 Einheiten in 5 einzelnen Produktionsgebäuden zu produzieren, als 5 Einheiten in einem Produktionsgebäude in der Warteschleife zu haben, wodurch ihr natürlich mit den 5 Produktionsgebäuden die Einheiten viel schneller habt als mit dem einen. Tipp Nummer 4 ist einer der wichtigsten Tipps, die es überhaupt gibt, nämlich kommt nicht an das Versorgungslimit. Denn es ist immer blöd, keine Einheiten produzieren zu können, wenn gerade der Gegner vor der Tür steht. Das Versorgungslimit begrenzt euch nämlich dahin, wie viele Einheiten ihr produzieren könnt oder haben und steuern könnt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr kurz bevor ihr die Grenze des Versorgungslimits erreicht, immer einen Overlord, eine Pylone oder ein Depot zu bauen, um das maximale Versorgungslimit zu erhöhen. Natürlich ist hier zu beachten, dass das absolute maximale Versorgungslimit hier 200 ist. Über dieses kommt ihr natürlich nicht hinaus. Also. So, und damit kommen wir auch zu unserem letzten Tipp, nämlich dem Scouting. Scouting ist auf jeden Fall das A und O. Das bedeutet einfach, dass ihr immer guckt, was euer Gegner macht. Denn es ist immer gut zu wissen, was er gerade macht, ob er nun euch mit euren kleinen Sachen überraschen möchte, ob er euch direkt in seiner kompletten Armee angreift oder wenn ihr angreifen möchtet, wo seine Armee direkt steht, damit ihr ihn überraschen könnt oder wie auch immer. Um den Gegner natürlich zu scouten, gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Ganz einfach ist einfach erstmal einen Worker hinzuschicken, ganz am Anfang, um zu gucken, was er baut. Da das Thema Scouting ein recht komplexes Thema ist und es extrem viele Möglichkeiten gibt, den Gegner zu scouten mit diversen Fähigkeiten von Einheiten, möchte ich hier nicht weiter auf alle Einzelheiten eingehen und werde dazu irgendwann mal ein neues Video machen und mehr über Scouting erklären. Deshalb, einfach für euch erstmal zu wissen, ist es einfach nur, dass ihr gucken müsst, was er macht. Schaut, versucht mit einer Einheit irgendwo reinzukommen, fliegt drüber, fahrt irgendwo rein und schaut immer, wo die Armee steht. Ganz wichtig zu wissen. So, das war's dann mit unserem Guide und ja, abschließend möchte ich für euch alle Tipps nochmal zusammenfassen. Also, für euch ist wichtig zu wissen, dass ihr durchgängig Worker baut, immer eure Mineralien ausgebt, darauf achtet, dass eure Bauchschleifen nicht voll sind, also maximal 1 und 2 und ganz wichtig, nicht zu Playblocked werden. Und am Ende noch, scoutet eure Gegner, schaut, was er macht, tut alles Mögliche, dass ihr wisst, was er genau tut. Deswegen würde ich sagen, tschüss, bis dahin, euer Muddybär. Auf Wiedersehen. So, das war's wieder mit unserem Tutorial-Video. Ich weiß, es ist noch nicht ganz perfekt, aber wir versuchen uns stetig zu verbessern. Und wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr gerne was dazu schreiben. Wenn nicht, dann auch gut. Ansonsten gibt's gerne einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke und bis dahin, tschüss, euer Muddybär.